Herzlich willkommen in meiner Küche, die übergangsweise zur Backstube geworden ist. Ich stehe hier immer noch mit Fabian. Hallo nochmal, mein Lieber. Max, grüß dich. Du hast mir im letzten Video gezeigt, wie man dieses wunderschöne Brot hier backt. Hast du ein paar Worte dazu? Was ist das hier? Ein Weizenmischbrot, die Feinschmeckergruste, wo es ja jetzt Kaufland gibt. Perfekt, genau für mediterrane Aufstriche. Nicht zu viel vorwegnehmen, Leute. Ich habe hier nämlich was Schönes geplant. Das ist eine meiner Lieblingssachen, die man zum Frühstück essen kann. Einfach zwei schöne Scheiben Brot mit ordentlich Olivenöl angeröstet. Dazu konfierte Tomaten aus dem Backofen. Ein schönes frisches Basilikumpesto, wirklich ein absoluter Traum. Und das hier sind alle Produkte, die wir brauchen. Natürlich ein schönes Olivenöl, dann eine Burrata, Pinienkerne, Knoblauch, Cocktailtomaten, etwas Salz und ein bisschen Parmesan. Aber die wichtigste Zutat darf nicht fehlen, das wunderbare Brot. Genau. Mein Lieber, schneidest du schon mal zwei Scheiben davon? Zwei Scheiben runter. Müssen wir zwar gleich erst anrösten, aber mach das schon mal, weil dieses Geräusch kann ich nicht genug hören. Es ist so unglaublich. Ich mache jetzt Folgendes, ich schnappe mir hier ein paar Cocktailtomaten und gebe die einfach hier in eine Form hinein, irgendwie drei, vier Stück auf einmal. Auf die Cocktailtomaten gebe ich einfach ein wenig Olivenöl, sodass wir sie im Ofen schön in ihrem eigenen Saft mit ein bisschen Olivenöl konfieren können. Ein bisschen Salz dazu, gebe ich ab in den Ofen. Du kannst ja schon mal ein bisschen Basilikum schnappen. Gerne. Ja, wie isst du am liebsten dein selbstgebackenes Brot? Bist du da so der Purist und isst das am liebsten mit, keine Ahnung, Olivenöl und Meersalz? Oder bist du schon derjenige, der dann auch nochmal das Brot ein bisschen verfeinert? Generell erstmal original, so wie es aus dem Ofen kommt. So ist es gerne, ohne alles. Ohne alles, ein gutes Brot, dass man wirklich auch wirklich das Getreidearoma wahrnimmt. Ja. Aber natürlich das klassische Butterbrot. Magst du? Ist dein Favorite? Einwandfrei, top. Ja? Aber finde ich interessant, also als jemand, der so intensiv mit Brot arbeitet, ich meine, du bist ja Brotsommelier, das heißt, du kennst dich wahrscheinlich mit am besten mit Brot aus in Deutschland. Und dann ist es umso interessanter, dass du das Brot für sich sprechen lässt. Ich schmeiß schon mal meine halbe Knoblauchzehe dazu. Ja. Also im letzten Video, in dem wir das Brot gebacken haben, ich habe das Gefühl, ich habe so viel gelernt. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt mal reinschauen. Es war sehr aufschlussreich und mit Fabian hatten wir auf jeden Fall einen echten Meister an unserer Seite. Genau, einfach mal schön die Basilikumblätter in unser Mixgefäß hinein, weil ein schnelles Pesto Genovese könnte kaum einfacher sein. Basilikum, Olivenöl, geröstete Pinienkerne, umrühren. Als nächstes würde ich sagen, geben wir die Brotscheiben auf die Herdplatte. Du kannst mal ein bisschen Olivenöl dazugeben und dann einfach von beiden Seiten anrösten. Also wir haben oben und unten Hitze. Ja, das ist meine Vorstellung von ein bisschen Olivenöl. Da sind wir uns auf jeden Fall schon mal einig. Komm, dann packen wir uns den Parmesan und was soll der ja jetzt ganze Packung rein. Jetzt passiert die eigentliche Magie. Löffel, Parmesan unterheben. Und dann die Flüssigkeit wird aufgezogen. Genau. Fertig ist das Pesto. Top. So einfach kann es gehen. Und ich sag dir ehrlich, das schmeckt besser als alles, was es fertig gibt. Also es lohnt sich einfach, das frisch zu machen. Schauen wir uns mal an, wie das hier aussieht. Boah, richtig schöne Röstung dran. Ein bisschen Zeit geben wir dem Ganzen noch. Ich guck mal nach den Tomaten hier hinten. So, guck dir das mal an bei unseren Tomaten. Die platzen jetzt schon langsam auf und kochen so ein bisschen in ihrem eigenen Saft. Das boostet den Geschmack. Die Schale kann dranbleiben, oder? Schale kann dranbleiben, gar kein Problem. Ohne Probleme. Wenn die Schnittfläche so eine schöne goldbraune Farbe hat, dann sind wir genau richtig. Dann rösten wir die andere Seite noch mal ein bisschen an und im Prinzip ist jetzt alles schon gemacht. Bisschen heiß sind sie noch, aber kein Problem. Schöne Viertel rausschneiden, die wir uns dann später einfach oben aufs Brot legen können. Unser Brot hat wirklich eine sehr schöne Farbe bekommen. Das legen wir uns schon aufs Brettchen drauf. Und jetzt brauchen wir unsere Burrata. Schnappt ihr mal eine? Holen wir die Burrata raus. Burrata ist auch wirklich einfach ein Traumprodukt. Ne? Ich finde, das ist so schön weich, so cremig und man kann einfach alles damit machen. Und jetzt zupfen wir uns die Burrata und legen uns einfach so kleine Fetzen auf unser Brot drauf. Genau. Das ist wirklich einfach traumhaft. Cremig, fettig. Den Rest machen wir auf die nächsten Brote. So, und nach der Burrata folgt dann unsere ofenwarme Tomate. Einfach so ein Stückchen drauf. Das ist auch einfach optisch schön. Und das Tolle ist, dadurch, dass das so grob ist alles, ne, hast du einfach bei jedem Biss eine andere Textur. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Pesto oben drauf. Also einfach so kleine Tropfenpunkte Pesto. Sieht auch farblich schon genial aus. Das ist die italienische Flagge. Das ist Italien trifft deutsche Backkunst. Das ist einfach toll. Wow. Und jetzt am Ende zum Abschluss noch ein bisschen frischer Pfeffer. Kleine Prise Salz. Und dann finishen wir das Ganze noch mit ein bisschen Balsamico für die Süße und die Säure. Gucken wir uns einfach nochmal an, was wir hier haben. Wir haben eine Scheibe von der Feinschmeckerkruste. Man würde meinen, mehr braucht man nicht. Das aber noch in Olivenöl geröstet. Darauf cremige Burrata, schöne Tomaten aus dem Ofen, ein bisschen Pesto und ein Touch Balsamico-Essig.
Ich möchte jetzt bitte, dass du es probierst, weil ich glaube, du wirst es mögen. Ich warte schon die ganze Zeit. Ja. Vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne doch. Oh. Mm. Wie das klingt allein. Mm. Ich muss auch probieren. Mm. Mehr Feinschmecker geht eigentlich kaum. Mm. Der nimmt alles wahr, die Röstaromen, ja. Die Süße von der Tomate. Ich weiß, wir sind auf dem Kaufland-Channel, aber das Brot ist einfach perfekt dafür. Mega. Richtig gut. Super leicht. Schöne Röstung, knackig. Die Kruste, ne, kommt so gut. Also die Kruste hat so einen tollen Crunch, ja auch schon ohne das Anrösten. Also das sollte, glaube ich, jeder von euch zu Hause nachmachen. Alles, was ihr braucht, auch die Feinschmeckerkruste, gibt es bei euch im Kaufland. Einfach vorbeisteppen und genießen. Lasst euch schmecken.